Das ist Niki. Er hat sich ein neues T-Shirt gekauft. Mein Lieblings-T-Shirt, was ich jetzt gerade anhatte. Er trägt es Tag für Tag für Tag. Das Problem? Nach zwei Sommersaisons war das total durchgeblichen. Heute ist es grau. Warum bleichen T-Shirts eigentlich aus, aber ein Schmetterling niemals? Da gibt es sogar Fossilien, die mehrere Millionen Jahre alt sind. Und selbst da sieht man noch die Farbe, die dieses Tier ursprünglich mal hatte. Niki wollte wissen, was am Schmetterling besonders ist. Und er arbeitet daran, das nachzumachen. Niki ist Chemiker. Er erklärt, dass Menschen eigentlich alles färben. Jedes Produkt, was man sich so vorstellen kann, ob das jetzt irgendwelche Verpackungen sind, ob das Spielsachen sind, ob das Tinte ist. Im Prinzip ist unser ganzer Alltag total gefärbt. Zum Färben nutzen wir Farbmittel. Also Mittel, die wir synthetisch herstellen oder aus Pflanzen, Erde oder Gestein gewinnen. Diese Farben leuchten ein paar Jahre lang. Aber wenn so ein Farbstoff zu viel Licht aufgenommen hat, dann geht der einfach kaputt. Die UV-Strahlung im Sonnenlicht verändert und zerstört die Bindungen in den Farbmolekülen. Dann ist die Farbe weg, dann sieht man eben keine Farbe mehr. Das kann gefährlich werden. Wir verwenden ja Farben nicht nur, weil es schön aussieht, sondern vor allem auch als Warnsignale. Straßenschilder beispielsweise. Und wenn dann die Farben verschwinden, ist natürlich das Problem, weil die Warnung auch nicht mehr da ist. Und der Schmetterling? Warum bleicht der nicht aus? Niki schiebt einen Flügel unter das Mikroskop. Darauf sieht er keine blauen Farbmittel, sondern dass auf den Schuppen ganz viele ganz kleine Strukturen sind. Die Schuppen sind überzogen mit Rillen. Bei einer 10.000-fachen Vergrößerung sehen die Rillen aus wie ein dichter Wald. Dieser Wald ist eigentlich durchsichtig. Aber das Licht, das auf die einzelnen Bäumchen fällt, wird zwischen den Ästen reflektiert, wie zwischen vielen kleinen Spiegeln. So verstärkt es sich immer weiter. Und dadurch kommt die Farbe zustande. Schmetterlinge, Käfer, Vögel sind also nicht gefärbt. Ihre Schuppen, Panzer und Federn sind mit einer geordneten Struktur überzogen, die mit dem Licht der Sonne spielt. Eine Farbe, die niemals ausbleicht. Niki möchte das nachmachen. Er nimmt dafür Silika, also den Bestandteil von Glas. Daraus baut er viele ganz kleine Kugeln. Er tröpfelt die Kügelchen in einen Messbecher voller Wasser. Sein Versuchsobjekt, ein Glasplättchen. Um es mit der Strukturfarbe zu überziehen, taucht er das Plättchen in die Lösung. Dann stellt er das Ganze in den Ofen. Das Ziel? Das Wasser soll austrocknen. Und während diesem Trocknungsprozess lagern sich diese ganzen Kugeln in wunderschön geordnete Schichten an. Und die Schichten sehen dann ziemlich genauso aus wie die Strukturen in der Natur und haben auch die gleichen optischen Eigenschaften. Tatsächlich. Als er den Ofen öffnet, ist das Plättchen überzogen mit einer geordneten Schicht aus Kügelchen. Die zeigen dann dieses brillante Schillern und diese intensiven Farben, die man aus der Natur kennt. Und was bringt dir das jetzt? Das ist für mich schon Ziel an sich, zu verstehen, wie die Welt funktioniert. Aber ich glaube, da gibt es auch tatsächlich Anwendungen. Niki und sein Team entwickeln Warnfarben, die niemals ausbleichen und auf bestimmte Reize reagieren. Die Farben verändern sich zum Beispiel, wenn es in einem Raum zu heiß wird oder eine gefährliche Chemikalie aus dem Kamin austritt. T-Shirts kann Niki damit nicht färben. Noch nicht.